Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 und heute habe ich wieder tolle Themen dabei. Ganz interessante Themen. Im Hintergrund seht ihr, wie ich live ein Ding mache. Live ein Video mache. Genau. So, heute geht es mal um sogenannte Mythen. Und ich sag euch gleich, Mythen entstehen einfach. Es spricht sich irgendwas rum, irgendjemand kommt auf die Idee, hey, ich habe in GTA 5 oder in San Andreas im Wald einen Bigfoot gesehen. Okay. Hörten wir auch so etwas? Etwas über einen Raketenrucksack, eine Anleitung, eine Wegbeschreibung. Und sowas kann natürlich schon sein, dass Rockstar irgendwo etwas eingebaut hat, wo halt eben noch keiner von den Millionen Spielern auf die Idee gekommen ist, dass es sowas gibt. Irgendwo gibt es vielleicht den Raketenrucksack. Irgendwas muss man aktivieren. Und nur die Rockstar-Entwickler wissen, hey yo, wo man das finden kann. In San Andreas, ich erinnere mich noch über das sogenannte UFO-Phänomen. Es gibt in San Andreas, egal ob es jetzt auf der PC-Version ist, PS3-Version, ich glaube PS3 gibt San Andreas auch, Xbox-Version, PS2-Version, egal. Es gibt Anspielungen auf UFOs, auf unbekannte Flugobjekte. Es gibt die UFO-Bar, es gibt diese Lichter am Himmel, wobei diese Lichter am Himmel Flugzeuge darstellen sollen und keine UFOs. Das wäre natürlich sehr ungewöhnlich, weil da oben tausende Lichter immer blinken. So, diese ganzen Phänomene, UFOs, gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt es nicht in GTA San Andreas. In GTA 5 sieht das doch deutlich anders aus. Wenn du da 100% erreichst und dann auf diesen Berg gehst, was passiert dann? Ja, dann erscheint da irgendwann mal ein UFO. Also es gibt tatsächlich UFOs in GTA 5. Aber einen Bigfoot in GTA 5, den gibt es nicht. Soweit ich weiß, gibt es da eine Mission. So eine ganz normale Mission so. Und dort kann man eben diesen Bigfoot finden. Und dieser Bigfoot stellt sich einfach als jemand anders daraus. Also einer mit Kostüm. Das heißt, Bigfoot in GTA 5 gibt es ebenfalls nicht. Das kann man schon mal sagen. Ja, diese Mythen, diese ganzen Legenden, die erzählt werden. Ich finde das einfach eine tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt einfach dieses Feeling raus. Ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn jemand hier irgendwelche Sachen erzählt. Oh, ich habe ein UFO entdeckt. Okay, wenn er meint, er hat ein UFO entdeckt oder ein Bigfoot gesehen, dann darf er das. Heißt ja nicht, dass es das gibt. Aber wisst ihr, ich war früher auch blöd. Ich habe damals alles geglaubt, was ich gelesen habe in den Forum. Bigfoot in San Andreas auf der PC-Version. Oh, ich habe stundenlang gesucht. Bis ich dann mal gemerkt habe, was ich dort mache, ist doch eigentlich der letzte Bullshit. Was suche ich denn da? Nach was suche ich da? Millionen Spieler suchen es, aber finden es nie. Und ich will es finden? Okay. Naja, so sieht das auf jeden Fall aus. Das ist meine Meinung zu den ganzen Mythen. Habt ihr schon mal auch irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Irgendwas Krasses? Ein Werwolf in GTA 5 oder was weiß ich, was da alles rumkreucht in den Wäldern hier. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber man findet ja wirklich viel Schrott. Ein paar Sachen sind ja auch wahr, wie zum Beispiel diese Ghost Cars. Jetzt fragt sich natürlich, oh, ist das vielleicht so ein Easter Egg oder so weiter. Aber meine Meinung zu diesen ganzen Mythen ist einfach toll. Also man, wenn man sich da mal ein bisschen beschäftigt, das macht einfach Spaß, diese Mythen durchzulesen. Egal, ob diese Mythen jetzt irgendwie falsch sind oder nicht falsch sind, ist doch egal. So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen über Mythen geredet hier. Wie geht's dir? The Forced Race. Kommst du eigentlich aus Deutschland? Ich kann mich ja leider nicht verstehen. Ich habe mein Headset leider aus.
Egal. Nun ja, was ich ja noch besprechen wollte hier. So, warte mal. Erstmal auf meine PlayStation 3 gucken. Nimmst du auf? Ja, klar. Klar, ich nehme auf. So. Ja, was haben wir heute besprochen? Wir haben heute über ein bisschen Mythen geredet. Ja, was gibt es denn heute noch zu bereden? Genau. So. So, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja. Genau, Mythen. Ja, dieses Chatpack hier, was ja hier angeblich geben soll, wurde ja noch nicht gefunden. Naja. Vielleicht gibt es das ja irgendwo, wie ich das schon gesagt habe. Try again. Also, ich weiß nicht, was try again heißt. Was ist Try Again? Schreibt mal in die Kommentare, was Try Again bedeutet. Oh, gib mal Gas hier, komm. Ah, soll ich nach vorne fahren? Okay, dann mache ich das mal. Dann fahre ich mal ein bisschen nach vorne. OMD. Oh mein Gott, wollte er wahrscheinlich schreiben. So. Okay, wir können jetzt auch mal was machen, was ich schon mal machen wollte. Und zwar, ob das überhaupt funktioniert. Es gibt ja diese Holzstapel hier. Und ich habe mich immer gefragt, kann man diese Holzstapel eigentlich umfahren? Das heißt, kann man diese Holzstapel zum Fall bringen? Und dann schauen wir uns das mal an hier. Da fahren wir jetzt mal hier hoch und gucken mal. Nee, das funktioniert nicht so leicht. Ich dachte, man könnte diese Holzstapel hier umfahren. Nun ja. Genug geredet, würde ich mal sagen. Ich entlasse euch jetzt sozusagen. Schreibt auf jeden Fall mal eure besten Mythen auf, die ihr kennt und so. Welche Mythen es gibt, vielleicht welche Mythen es nicht gibt. Wir haben geredet, ja, es gibt Bigfoot nicht in San Andreas, es gibt auch keine UFOs in San Andreas, es gibt UFOs in GTA 5, aber es gibt keinen Bigfoot in GTA 5. Zumindest keinen echten Bigfoot, sondern eher so ein verkleideter Typ, der durch den Wald rennt und da seine Späße macht mit den Touristen. Ja, mehr kenne ich in GTA 5 auch nicht. Weiß gar nicht, ob es überhaupt noch was gibt. Ja, ich bin auf jeden Fall draußen jetzt. Bis dann. Ciao.